Okay, dann geht's wohl mal wieder los. Real-Time Strategy Helpdesk, Dennis am Apparat. Hallo, wie verbessere ich meine Einheiten in Dungeon Keeper 2? Bauen Sie einen großen Trainingsraum. Okay. Er muss aber wirklich groß sein. Alles klar. Real-Time Strategy Helpdesk, Sie sprechen mit Dennis. Wie komme ich in Warcraft 2 in Öl ran? Bauen Sie einen Hafen und eine Ölraffinerie, dann können Sie auf den Ölflecken im Meer Ölplattformen errichten. Real-Time Strategy Helpdesk, Sie sprechen mit Dennis. Guten Morgen, soll ich bei Emperor lieber ein Bündnis mit den X oder den Tylaxu schließen? Sind beide für einen Arsch, versuchen Sie es mit den Fremen. Real-Time Strategy Helpdesk, Sie sprechen mit Dennis. Ich habe eine Frage zu Robo-Rumble. Robo-Rumble? Wer spielt den Scheiß denn bitteschön? Na, ich. Real-Time Strategy Helpdesk, Sie sprechen mit Dennis. Hallo, ich spiele gerade StarCraft und ein Haufen von kleinen Dingern stürmt auf meine Basis zu. Wie sehen diese Dinger aus? Na, klein. Sehen die am ehesten aus wie Mammuts, Bären oder Krebse? Krebse trifft's ganz gut! Na, Zerg Rush. Wollen Sie das Spiel in Würde beenden oder lieber unwürdig? In Würde? Na, dann viel Erfolg dabei! RTS Helpdesk, Sie sprechen mit Dennis. Wofür steht dieses RTS eigentlich? RTS Helpdesk, es ist scheißegal, wofür RTS steht. Na, da sagen Sie was. Ich hätte eine Frage zu Command & Conquer. Bauen Sie einen fetten Arsch voll Einheiten und schicken Sie frontal zur gegnerischen Basis. Das hilft? Das hilft bei Command & Conquer immer. Real-Time Strategy Helpdesk, hier ist Dennis. Was ist die beste Angriffsstrategie in Battle Isle 2? Das ist rundenbasiert, Sie Knorz. Real-Time Strategy Helpdesk, Dennis hier. Ich stecke bei Commandos 2 in einer Mission fest. Welche Einheiten stehen Ihnen zur Verfügung? Der Taucher, der Pionier und der Hund. Okay, dann sind Sie im Arsch. Real-Time Strategy Helpdesk, ich wünschte, ich wäre tot. Diese kleinen Krebse haben meine Basis komplett zerstört. Haben Sie in Würde oder in Unwürde verloren? Es sah verdächtig stark nach unwürdig aus. Dann war es definitiv ein Sorgrush. RTS Helpdesk, heute singt für Sie Dennis. Na dann singen Sie mir mal vor, wie man bei Dune 2 mehrere Einheiten auswählen kann. Gar nicht. Mann, ich liebe meinen Job.